So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen so rum. Wie kriegen wir den besten... Ich würde sagen, an dieser Ecke, ne? Wir probieren es jetzt mal. Hitmanöver. Wir müssen rum. So, das Ganze ein bisschen kleiner machen. Da wir noch ein bisschen weiter rum müssen. So. Erstmal den ungefähren Winkel jetzt hier bekommen. Den Rest kriegen wir dann gleich. So. Wenn ich jetzt beschleunige. So ist er da schon ungefähr. Wir haben noch einiges wegzubrennen. Dafür. Jetzt drehe ich mal dahin, wo ich dich hinhaben möchte. So, bis mal da. In 3 Tagen. 2. In 3 Stunden müssen wir für 12 Sekunden. Das dürfen wir eigentlich gut schaffen vom Sprit her. Das müsste eigentlich noch locker machbar sein. Sobald das nämlich haben, will ich den direkt schon um Duna drumherum jagen. Wenn es dann der Sprit immer noch zulässt. Sodass wir dann eben bei Duna schon direkt mit dem Scanner schon mal Duna abtasten können. So. Und das heißt, dass bis nach da ist mal Gas geben. Vorausgesetzt, wir schaffen dieses Manöver. So, erstmal hier. Oh. Das sieht ja schon fast porno-like aus. So, wo müssen wir denn jetzt? Von da aus müssen wir jetzt ein bisschen beschleunigen. Wir brauchen... Minus 8. Und minus 8. Schade, dass man das hier nicht als Target setzen kann. So, ich werde einmal beschleunigen auf 10.000 brauchen wir. Wir sind jetzt bei 6.000. So, nochmal nachgucken. 10.4 brauchen wir. Achtzehn sind wir. So, das geht jetzt erstmal ab darunter. Beziehungsweise wenn wir jetzt hier uns unser Manöver erstellen. Ah, da wird das alles ein bisschen... Ich bin da echt mit dem Thema Manövern... Naja, das war jetzt zu viel. Bin ich noch total unerfahren. Die Richtung nicht. Aber ich komme schon mal ein bisschen besser zurecht als sonst. So, wie sieht's aus mit dem Winkel? Man könnte noch ein bisschen... So. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier sind wir draußen. Also müssten wir hier oben an dem AP-Punkt noch ein bisschen was rumbrennen danach. Ich versuche jetzt mal den AP-Punkt mal so hinzulegen. So, wir sind jetzt hier bei 19.000, hier wären wir bei 20.000. Bisschen auf die Bremse. Ja, so. So nehmen wir das Ganze auch mal an. Gut. Irgendwie hakt das Spiel so manchmal, so an manchen Tagen. Achso, ich bin noch im Zeitvorlauf drin. Haha. Sups. Und nach da bitte. Für 18 Meter pro Sekunde.
Aber wir sind schon mal bei Duna angekommen. Weil wir so weit draußen sind, brauchen wir momentan kaum Spritz, um uns die Sonne da richtig auszurichten. Dementsprechend 9 Tage, 8 Tage. Dann haben wir unsere erste Sonde platziert außerhalb von Kerbin. Milestone. Explore Duna. Jawohl. Und wir haben Milestone erreicht. Ja, ich habe immer noch Angst, dass der da nicht anfängt von wegen bim 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 bim. Mission fehlgeschlagen. Weil wir da über die Zeit drüber weggeschossen sind. Aber was sollte man machen? Die Sonne ist unterwegs. Und Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. So. Tadadadam. Ich freue mich schon, wenn wir hier dann unser erstes Forschungslabor hier hinsetzen. So, ein bisschen langsamer. Und dann ungefähr hier. So. Sind wir jetzt da, wo wir hinwollen? Zack. Wir haben's. Wir haben noch einen Haufen Asche mit dabei gekriegt. Das ist doch wunderbar. So, jetzt wollen wir das ganze Ding mal ein bisschen bremsen. Weil ich möchte, ja... Ach, das Ding kommt jetzt weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Dich brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, der Sprit reicht jetzt noch, dass wir... uns um Duna drumherum noch was zimmern können. Sagen wir so auf 100 Meter oder auf 80, passt auch. So, da können wir vielleicht den Scanner auch nutzen. So, und von da aus brennen wir jetzt auch noch mal ein bisschen runter. Ich habe Angst, dass wir hier zu niedrig kommen. Aber meine lieben Leute, wir sind bei Duna angekommen. Tada! Man soll ja nicht sagen, dass ich manchmal nichts schaffe. Aber 200 lasse ich jetzt zu weit weg. Da wird der Scanner nicht mitspielen. Wir können ja schon mal gleich ausklappen. Und vielleicht klappt das ja mit dem, dass wir jetzt nicht nochmal weiter drehen müssen. Weil unser Sprit wird nämlich langsam enge. Da wir ja noch die eine Mission ja noch gemacht haben, will ich deswegen auch noch mal ein bisschen rankriegen. So, was haben wir hier? 85 zu 71. So, gut. Da werden wir jetzt mal hier den Scanner mal auspacken. So. Zack. Ich würde sagen, das haben wir. So. Ach nee, es hat dann eigentlich geklappt. Das solltest du nicht. Na. Du solltest offen bleiben. So. Toggle Display. Gut. Kann man jetzt hier schon irgendwie Farben einstellen?
So. Gut, ich würde sagen, der Scanner haben wir. Dann können wir jetzt hier noch ein paar Daten sammeln, bevor wir gleich... hier mit Performance. Ja, geht doch noch alles. Und die restlichen Daten. Dann Log Temperature. Ein paar wissenschaftliche Daten senden wir jetzt schon mal. 140, 350, damit kommen wir echt schon mal viel weiter. So, hier haben wir nichts mehr weiter dran. Gut. Transmit Data, Transmit All. So, ich drehe. Ich hoffe mal, das Panel reicht so. Dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr in die Sonne reinkommen. So, damit alle Panels auch ein bisschen in der Sonne drin rumstehen. So, er hat's. Gut, die Sonde lassen wir jetzt hier so. Wir haben unsere erste Sonde um Duna. Tududu. Space Center. So, für den Kaffee gemacht. Und ich habe immer noch kein Kaffeewasser drin. Dass ich jetzt einmal einen Schluck Kaffee trinken kann. Zack. 435 Pünktchen. Es sieht schon mal nicht schlecht aus. Was können wir uns denn davon jetzt leisten? Na, wir bräuchten hier 550 für ihn. Was hat man denn noch gesagt? Nach da oben. Brauchen wir denn hier jetzt erstmal was von? Ist jetzt die große Gewissensfrage, ne? 500 können wir uns eh nichts leisten. Hier hätten wir noch einmal Wissenschaft. Hier haben wir die großen Solarpanels und eben die größeren Batterien. Das wäre jetzt ein Punkt, den ich ähnlich anstreben würde für das Geld. Machen wir auch. Große Solarpanels sind wichtig. Für unsere nächste Mission. Was haben wir denn noch? 135 Punkte. Also könnten wir uns hier Kleinkram leisten. Nur ein bisschen was. Oder wir sparen es erstmal. Ich habe den Junior. Und den bräuchten wir noch. Nein, 160 Punkte. Weil mit dem Junior können wir nichts anfangen, großartig erstmal. Oder wir arbeiten erstmal mit dem Junior. Ja komm, ich nehme den Junior jetzt erstmal. Der dürfte für den Moon reichen. Wie Moon und Min muss. So, da gibt es jetzt unsere erste Forschungskapsel. So, ist es irgendwie... Entweder bei mir ist gerade der Stream stehen geblieben oder... Muss ich selber erstmal nochmal nachgucken. Der lädt und lädt und lädt. Und zwischenzeit bauen wir schon mal unsere Kapsel jetzt zusammen. Nämlich jetzt geht's los. Forschung, meine lieben Leute. Forschung. Wollen wir die Kleine mitnehmen? Wir könnten noch was Größeres mitnehmen. Aber komm, wir nehmen jetzt die hier. Was Größeres haben wir leider noch nicht. Nee. Wissenschaft. Die ist das Science Lab. Ach, das sieht so putzig aus jetzt. Dann haben wir stromtechnisch haben wir jetzt die... Haben wir nicht gerade die größeren erforscht? Ach, das sollten schon die größeren darstellen. So, wir nehmen ein bisschen Strom mit. So. So viel dazu. Darauf kommt so eine schöne Hülse. Zwei Stück. Es wird jetzt etwas größer, etwas klobiger, das Ganze. Das wirkt doch bestimmt gleich ein bisschen sehr lustig. So. Oh, ich habe Angst, dass das Ding wackelt. Wir werden... Ich glaube, das Ding andersrum machen. Ach, das nimmt er das wieder nicht. Och, ich kriege manchmal einen Föhn.
drehen, können wir auch anders umdrehen. So. So gefällt mir das schon besser. So, dann machen wir hier mal ein anderes Logo drauf. Sips. Und da kommen jetzt die Solarpanels dran. 4 Stück und 4 Stück. Müsste für den Anfang reichen. Aus Sicherheitsgründen. Ich mache immer hier vorne mal ein paar mit. Damit wir immer ein bisschen Reservestrom haben, falls mal was ist. So, wir haben Strom, wir haben das Science Lab. Da kommt der Dockingport Junior. Das kleine süße Fratzkind-Ding dran. Da müssen wir uns jetzt nur dran denken, dass wir eben den Mond mit dem Dockingport Junior ausgerüstet haben und alle anderen dann später mit dem größeren Dockingport ausrüsten. So. Vor allem für den Anfang dürfte es eigentlich reichen. Ist da was falsch rum? Ach, Mist. Das gibt's doch jetzt nicht. So. Ich hoffe, es gibt keine Probleme jetzt hier. Da kommt man ihn jetzt auch nicht mehr ran hier, ne? Na ja, machen wir jetzt eins. Ich mag sowas. Neues Science Lab da drunter. So. Sind wir so richtig? So sind wir richtig. So, eins. Jetzt hat er zwei genommen. Eins ungefähr mittig da drunter. So. Dann kommt hier jetzt auch eins hin. So, dann brauchen wir so. So sieht das Ganze schon besser aus. Wenn wir jetzt auch noch mal zwei hätten. So, manchmal ist es echt, hier ist der Wurm drinnen. Der Wurm steckt im Detail. So. Zack, zack. Dann haben wir dieses soweit. Wir haben Strom drauf, wir haben das Wissenschaftsmodul. Ich würde gerne das ganze Ding noch einpacken, aber ich glaube mal nicht, dass wir da irgendwas jetzt kriegen zum Einpacken. Wir haben nur den kleinen. Da will man die Kleinen auch erstmal nur nutzen, um unsere Solarpanel zum Koji zu schützen, weil das Ding wird garantiert leicht instabil werden. So. Zack. Haben wir das auch. Das ist unsere Forschungsstation Alpha. Wir haben 4 Stück da vorne, das dürfte locker reichen für die Forschung danach zu betreiben. Ach, wir haben wieder was vergessen. Ich hab was vergessen. Und zwar, das Ding kommt hier oben erstmal ab. Das Ding kommt da drunter erstmal weg. Wir brauchen, wenn wir Forschung betreiben, sollte man auch was im Forschen noch mitnehmen. So, an manchen Tagen kommt es besser, wenn man Sachen für die Forschung auch mit an Bord hat. So, zack. Zack. Dann. Den, wenn wir zwar nicht brauchen, ich nehme jetzt aber den nochmal mit. Den haben wir. Haben wir schon unseren Detektor hier. Den haben wir noch nicht. Zack. Dann brauchen wir den hier. Zack. So, was brauchen wir denn noch? Antenne. Antenne. Antennen sind auch wichtig. Schwupps, die da. Und die andere kommt auf die andere Seite. So. Ich meine jetzt, in der Hinsicht hätten wir dann alles. Schnell nochmal durchgehen. Das Fieberthermometer haben wir. Den haben wir. Haben wir. Brauchen wir nicht. Haben wir. Gut. Dann haue ich mir jetzt Action Groups hier rein. Dann ist es für uns einfacher.
wenn man alles hier auf der 1 macht. Ohne dass man dann hier ringsrum geht. So. Surface scannen und zack. Den Crew haben wir. Und hier können wir einen Crew Report machen, ne? Ne, können wir nicht. Also Crew Report fällt aus. So, zack. Haben wir das auch. Dann kommt das Ding jetzt da unten hin. Und jetzt können wir es dicht machen. Damit das aerodynamisch ein bisschen besser kommt. Woran scheiterst du jetzt? So, gut. Das ist unsere Wissenschaftsbombe. Dann nehmen wir den erstmal mit. Wir fahren Ingenieur außerdem, die wir beide retten. Ingenieur und Pilot. Wups, haben wir das auch. So. Und wie viel Kilo haben wir jetzt zusammen? 8 Tonnen. Da werden wir das ganze Prinzip wie vorhin machen, nur dass wir eben ein bisschen mehr Dampf mitnehmen. Wir haben noch keinen Pre-Decoupler, sehe ich gerade, ne? Mist. Doch, haben wir da. Oder was bringt uns mehr? Ich gucke mal kurz nach. 250 Kilonewton. Das wären 25 Tonnen. Das dürfte reichen eigentlich. Für unsere Zwecke. Wups. Da kommt das Ding jetzt mal ein bisschen, wird das Ding mal ein bisschen größer hier. So, kann man das so insgesamt packen? Ja, kann man. Ich drehe es jetzt mal ein bisschen hoch. So. Gut. Das haben wir. Dann kommt hier unten jetzt so einer dran. Schlups. Und weil wir es ja können. Zack. Und zack. Man hat jetzt wieder nicht alles genommen. So, damit es ein bisschen Stabilität reinbringt. Damit das nicht so sehr wackelt. Haben wir ein Reaction Wheel hier drin eigentlich? Habe ich auch wieder nicht verbaut. Das setzen wir jetzt da drunter. So, gut. Dann haben wir das. Wir haben den Antrieb. Dann kommt jetzt hier ein Decoupler zwischen. Wenn ich jetzt einen wieder finde. Ach, ich hab's heute. Heute ist nicht so ganz alles das Feine. Wo haben wir ihn denn? Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Schubs. Dann 2 Tanks. Wie viel sind wir jetzt bei 118 Tonnen? Das dürften wir mit ihm hier gut gleich geregelt kriegen. Schwupps. So. Alles klar. Und wie wir es gewöhnt sind, Booster. Jede Menge Booster packe ich dem jetzt da dran. Damit wir das ganze Ding auch gut hochkriegen. Wups. Dann das Ganze noch ein bisschen verbinden. Zack, zack. Dann zum Bau. Was haben, brauchen wir denn jetzt noch einen Fallschirm einmal da drauf? Sups. Da hätten wir den Fallschirm. Das kommt dann alles nach hier oben. Da haben wir den Booster, Absprenger, Fallschirm. Booster, Absprenger. Ach, hier unten brauchen wir auch noch ein paar Fallschirme. Damit wir das euch auch runterkriegen hier. So. Gut. Dann haben wir das. Die Booster drehe ich jetzt runter auf... ...50... Wie viel Trust haben sie denn? 290, wie viel haben wir denn? Wir haben 300 zurzeit. So, 63% reicht. Dann brauchen wir nochmal einen Satz Absprenger, weil da kommt nur eine zweite Reihe wieder drauf mit Vollpower. Wenn er mich jetzt lässt. So. Gut. Zack. Dann wird das Ganze auch noch ein bisschen verbunden. Zack, zack.
davon... Da haben wir sie jetzt schon wieder. Und die falsche war. So, das sind jetzt die zweite Reihe. Und das sind dann die ersten Abspringer. So. Zack. Wir könnten das Ding nur fast so fliegen lassen. Bringt uns aber nichts. Dann brauchen wir noch ein paar Flügelchen in der ganzen Karre dran. So. In der Hoffnung, dass das Ding stabil bleibt. Aber eigentlich müssen wir es. Jetzt kommt die große Frage. Starten wir die wieder zusammen starten? Oder diese Reise einzeln? Das ist jetzt wieder die große Gewissensfrage. So, Mechjab sollte ja immer zum Bearbeiten so hoch wie möglich dran. So. Komm, wir lassen sie wieder zusammen starten, so wie immer. Und Vollgas. 8000 Delta V. Damit fliegen andere Leute nach Duna mit der Kiste jetzt so. Und wir wollen damit nur zum Mond. Aber naja, wie gesagt, ich nehme lieber ein bisschen mehr mit als ein bisschen zu wenig. Nicht so, da wir stehen auf einmal. Kein Sprit mehr. Ja, ein bisschen wackelig ist es ja schon, ne? Ja, wir haben zu viel Schub. Wir hätten die beiden Stufen auseinandernehmen können. Getrennt starten lassen, sagen wir es mal so. Und hier fehlen uns auch noch ein paar vom Verbinder dran. Weil das doch ein bisschen wackelig anscheinend hier ist. Aber ich lasse jetzt mal starten. Jetzt ziehen es durch. Vielleicht klappt es ja. Ansonsten starten wir gleich einfach nochmal alles neu. Wir werden sehen, wir werden sehen. Das sind die großen Fragen so mit dabei. Erstmal haben wir gleich so die erste Stufe hier durch. Stromtechnisch, wie viel haben wir dabei? 8000 Strom. Sieht auch noch recht gut aus. Aber ich möchte die Kiste jetzt auch nicht bewegen oder so. Ich muss sagen, hier Start Experience. Wir würden sagen, schon mal ein Experimentendurchlauf. Steigt immer noch oben. So, der macht jetzt schon mal die Experimente sauber. Gleich können wir dann eben... Ja, Strom reicht. Jetzt haben wir schon mal unsere ersten Experimente im Koffer. Dass die schon mal ein paar Daten kriegen. Daten haben sie schon mal. Damit könnten sie schon mal ein bisschen was anfangen. So, wackel, wackel, wackel. Aber es geht nach oben. Und orbittechnisch, oh, wir sind locker drinne. Jo, wir sind da locker drin. Wir werden jetzt hier einen Assistenten-Guide mal machen lassen. Und wir müssen ja die Sprit technisch müssen wir nicht gut damit dabei sein.
So, in der Zwischenzeit, wo der das macht, gucken wir hier nochmal nach ein paar Experimenten. Sagen hier oben wieder clean. Wir nehmen jetzt alle Daten mit, die wir haben. Wir haben jetzt schon einen Haufen Daten zusammen, die wir nach und nach dann auch transmitten können. So, der dreht uns. Aber andererseits, ich werde ihn jetzt disablen. So. Und versuchen, auf unsere Bahn drauf zu kriegen, die wir brauchen. So, da können wir auch schon direkt Vollgas geben. Oh, es wubbelt und wackelt und wubbelt. Ich hätte hier doch noch vielleicht ein, zwei Struts mit dabei packen sollen. 12 Experimente haben wir schon. Wir sind noch nicht mal durch oder ansatzweise irgendwo hingekommen. Na, ah, sieht aber gut aus. Zum Mond. So, da können wir dich auch wieder wegmachen. Ich brauche meins nicht. So. Dann machen wir schon mal eins. Das weg. Und gleich fahren wir dann eben die Solarpanels. Können wir jetzt auch schon mal eins ausfahren. Orbit haben wir ja. So. Und Stromtechnisch bleibt da nicht in der Sonne drin. Da sind wir macht gleich blüpp. Wir füllen unsere Batteriezellen wieder voll. So, da können wir das auch noch rausfahren. Hätte man vielleicht auch eine Action Route dafür legen sollen. Das wäre jetzt um Längen praktischer gewesen. Statt hier rundherum jetzt hier alles zu machen. So. Die sind schon schön hier am Forschen. 0,4 Sites pro Tag. Es ist zwar nicht viel, was sie am Tag machen, aber es läppert sich. So. So, haben wir einen Orbit? Ja, wir haben gleich einen. Das hier springen wir jetzt erstmal weg. Geben hiermit auch nochmal Gas. So. Das sieht auch wunderbar aus. Die Delta V-Stats gucke ich mir jetzt erstmal nicht an, sonst wird mir gleich wieder schlecht. Und sage jetzt hier Set als Target. Wir fangen mit dem Mond an. Zack, hier raus. Und hier soll ein Manöver rein, genau. Und raus mit dir. So, da sind wir ein bisschen zu schnell. So schnell brauchen wir nicht. Dann drehen wir das ganze Biest mal. So. Da kommen wir noch gerade geschmeidig rein. So. Wir können noch mal ein bisschen weiter drehen. So. 365. Können wir es ein bisschen kleiner noch hinkriegen? Ne, sobald wir es ein bisschen kleiner machen, kommen wir komplett da raus. So. Zack. So lassen wir ihn jetzt auch einfach. Das wird eher ein Fly-by-Manöver. Müssen wir gleich wieder gut runterbremsen, aber das werden wir schaffen. So. Und 804 sollen wir brennen. 2 Minuten. In 18. So, an dieser Stelle, ich werde euch das Ganze jetzt mal ersparen. Das ganze Gebrennerei. Ihr habt das jetzt schon lange genug gesehen. Und wir sehen uns dann nach dem... Also, ich werde dann für die Leute, für YouTube dann hier eine Zeitspanne reindrücken.
Dann wollen wir mal gucken. Mal sehen, was wir jetzt dabei rausholen. So, gleich springt er um. Alles neu berechnen. Genau, da wollten wir hin. So. Gut. Es sieht doch schon soweit nicht schlecht aus. Jetzt geht es nur darum, haben wir den Scanner an Bord? Nee, ne? Nee. Ich möchte gern so rum am besten umkurbeln, aber erstmal um unsere Station. Aber andererseits, es reicht auch, wenn wir auf 0 Grad unterwegs sind. So. Gut. Bremsen. Weil wir haben ja keinen Scanner an Bord, also bräuchte man jetzt nicht so rum, sondern es reicht, wenn wir so rum machen. Das ist immer so eine Ausrichtungssache. So, jetzt heißt es wieder bremsen. Wie sieht es sprittechnisch eigentlich aus? Oh, super, ich glaube, mit dieser Einstellung können wir auch die Sonne und Mimos flatschen. Obwohl ich dort eigentlich erstmal warte, bis wir den anderen haben, den großen Dockingport. Weil den werden wir da definitiv gebrauchen können. So, jetzt geht's erstmal runter. Ich sag mal, wir lassen sie schweben, so auf ca. 30.000. Oder 27.000, das geht auch. Schön nah um den Mond drumherum. Ist weniger Problem, haben wir dann später zu mir rauf und runter zu kommen. So, warum habe ich jetzt den als Fokus? Ich brauche unseren Vehikel als Fokus. So. Und sage, brenn mich mal hier runter. Ja, wir kommen hier auch als Ziel niedriger. So, dann werden wir 25.000 sind mir sonst zu knapp. So, wir gehen mal nach da. So, 23.000. Bisschen können wir noch. So. Da sehen wir schon bald ein Surface. Wir fliegen jetzt einmal mal drum rum. Ja, höhentechnisch reicht's locker. Da sieht alles gut aus. Alles wunderbar. Wir ecken nirgendwo an. Und man könnte jetzt auch sagen, wir nehmen jetzt hier schon mal ein paar Daten. Ha, hier haben wir schon alle Daten anscheinend. So, meine lieben Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben eins. Wir haben unsere erste Forschungsstation um den Moon. Flups, fertig. So schnell kann es gehen. Und Daten haben wir jetzt auch recht viele eigentlich. So, wir probieren es an dieser Stelle auch nochmal ein paar Daten mitzunehmen. So, dann dürfte auch bald voll sein. So, Science Lab ist voll mit Daten. Das ist wunderschön. Damit kann das Ding schon mal anständig, können die schon mal unsere Körbelns hier anständig arbeiten. So, Transmit Science, dann nehmen wir nochmal alles mit. An Daten. In der Hoffnung, dass wir noch 8 Stück. 12, das sind ja immer die Rohdaten, die wir sowieso hier oben normal gesammelt hätten. Unsere Forschungsstation ist jetzt davon mal unbetroffen. Die wird jetzt schön kontinuierlich für sich hin und... Entschuldigung, Punkte sammeln.
So. Die sammelt jetzt, die schmeißt jetzt erstmal alle Daten jetzt hier raus. So, Strom. Sieht immer noch wunderbar aus. So kann man es, so kann man alles sein lassen. So, 92 Punkte hat es ganz gebracht. Gut, in der Hinsicht würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt mal ins Space Center dann zurück, sobald er jetzt hier gleich alles sauber hat. Die Experimente. So. Hat es alle gesäubert. So, Space Center. Da werden wir den jetzt ein paar Runden drehen lassen und nach den paar Runden holen wir unsere Forschungsdaten da raus. So. Also wir machen echt Kohle ohne Ende mit dem ganzen Zeug. Ich freue mich dann schon, größere Sachen dann in Angriff zu nehmen. So, dann drehen wir das mal. Das, wir haben jetzt... Wie lange ist das Ding jetzt hier im Weltall? Wo haben wir es? Da. Ein Tag. So, ich drehe die Zeit jetzt mal vor, dass ich sag mal so knapp ein Jahr. Macht er seine Runden da oben. So, das war... Kann man noch weiter nach vorne? Ne, das ist schon die schnellste Stufe. Mal so ein bisschen nach vorne jagen, damit wir mal sehen, wie das mit der Wissenschaft ist. So ein paar Punkte schon mal da rausholen. Damit wir eben unsere Station um Minus, dass wir die schon etwas besser bauen können. So. Ich gehe mal ein bisschen auf die Bremse und sage jetzt Fly. Dann schauen wir uns mal die Station an, wie viele Punkte sie bis jetzt eingebracht hat. Und das nur Pünktchen vom Mond, wohlgemerkt. Der Mond ist einer der nächsten Planeten. So, gehen wir mal kurz hier rein. Und jetzt bauen sie sich auf. 392 Punkte. Diese Forschungspunkte haben wir jetzt gemacht. So, jetzt kleben wir das Ganze mal. Und er hat noch 406 Science. Also der kann noch echt lange arbeiten, bevor dem die Wissenschaftspunkte ausgehen. Deswegen, wir haben gerade mal knappe 100 Punkte investiert an Wissenschaft und dafür schon 400 Punkte rausgeholt. Also fast das Vierfache, als wenn wir nur auf dem Mond landen, die Experimente nehmen und wieder nach Hause fliegen. Und eine Rate von 1,6 pro Tag, das ist schon eine Ansage eigentlich. Noch? Es sieht noch recht gut aus. So. Wir haben ja zurzeit gar keine. Jetzt warten wir, bis er die ganzen Daten übermittelt hat. Sobald wir die übermittelt haben, können wir dann eben im Minmus das gleiche Spiel machen. Und dann geht es auch weiter mit der nächsten Forschungsstation. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Forscher kriegen. Zips. Jetzt haben wir 485 Punkte. Space Center. Das Forschungslab ist jetzt wieder sauber. Das kann wieder neue Science aufbauen. 500 Stück maximal. Erstmal, bevor wir die erstmal cleanen müssen. Danach bauen sie wieder die nächsten dann auf. Aber da hätten wir schon mal 500. So, das gleiche machen wir jetzt um den Minmus. Da haben wir nämlich da gleich auch schon wieder unsere EP-Maschine. Und jetzt gucken wir mal noch kurz nach dem Docking-Port. Nach dem richtigen. Wo war er denn jetzt? Ich suche ihn gerade. Das waren die großen Kapseln. Da, okay, der große ist es nicht, aber es ist schon mal der etwas größere. Schwupps, nehmen wir mit. Jetzt haben wir noch 300 Punkte. So, die Antriebsscheiße kommt später. Entschuldigung, man darf sie nicht an. Das ist keine Scheiße. Und hier haben wir noch die große Satellitenantenne. Die wäre ja auch vom Vorteil schon, ne? Weil tanktechnisch brauchen wir jetzt erstmal nichts. Gleich werden wir ihr das definitiv holen.
So, dann werde ich hier nochmal ein paar Forschungssachen mitnehmen. Forschung ist immer gut. So, jetzt haben wir noch 25 Punkte, da brauchen wir nicht mehr nachgucken. Zack. Und jetzt kommt die Station um Minmus. Aber bevor ich das mache, gucke ich mal nach, ob wir noch ein paar Wissenschaftler noch bekommen. Weil sonst wird unsere, ich glaube, unsere, die ganzen Missionen, die ich mir vorgenommen habe, werden daran scheitern, dass wir keine Wissenschaftler haben. Oder nicht ausreichend. Ich weiß nicht, ob man die Forschungsstation auch nur mit einem Wissenschaftler betreiben kann. Ob das immer noch effektiv ist oder ob das eher dann Schuss nach hinten ist. Nee, das ist eine Mission. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Zu denen wollen wir jetzt auch erstmal nicht. Da rein wollten wir. So, eins, zwei, also Geld geht runter. Aber ich nehme sie jetzt alle mit, die wir da haben. Zack. Jetzt haben wir einen Haufen Wissenschaftler wieder mit dabei. Die werden wir brauchen. Definitiv. Och, 100, das ist einfach 200.000 jetzt bald für den nächsten. Das fällt mir ja schon, das ist auf dem Schreibtisch hier um. Gut. Der nächste Bau. Wir werden im Prinzip das alte Schiff nochmal laden. Wups. Lad. Und das werden wir dann gleich erstmal ein bisschen umbauen. Vom Grundprinzip, es war nicht schlecht, es hat gereicht. So. Das erstmal runter. Und dann kommen die kleinen Ports kommen weg. Dafür kommen dann die größeren jetzt dran. Wo haben wir sie denn jetzt? Da. So, ein bisschen mittig. So. So. Dann das gleiche Spiel außen dran. Wups. Ne, da kommen wir zwei von ihm. Schwups. Und der hier oben kommt dann auch runter. Da werden wir hier schon den größeren dann draufsetzen. Einer reicht mir. Na, ein bisschen mittiger. Schwups. Haben wir das auch. So, Bereich Wissenschaft haben wir ihn neu. Nehmen wir den auch mit. Ja, es ist unser Planer hier ein bisschen im Weg. Sups. Und sagen in der Action Group 1 kommt er noch mit dabei. Und Logs 1 mit Scan. Und meine Abbautaste, ganz klassisch. Extract, Retract. Und was ich bei der anderen nicht gemacht habe, das werde ich jetzt bei der dran basteln. Nämlich noch ein bisschen Außenbeleuchtung. So, da werden wir dann auch wieder vier für mitnehmen. So. Und so. Ne, wir müssen... Haben wir jetzt die Lampe erwischt? So ein bisschen drehen. So. Nee. So. So sieht's gut aus. Ich glaube, das gibt dazu Kollision. Es wird eher zu Kollisionen führen. Nee, hier lasse ich sie weg. Licht haben wir ja genug. So. Angeleuchtet ist es. Wir haben alles so weit wie vorher auch. Wissenschaft an Bord. Mehr haben wir ja noch nicht. Die Rest werden wir uns dann später jetzt gleich besorgen. Stromtechnisch sah es auch super aus. Wissenschaft haben wir ja alles. Was wir da haben, haben wir drauf. So, da brauchen wir noch einen Wissenschaftler. Da nehme ich auch wieder ein paar Unerfahrene. Weil die haben wir schnell ausgetauscht, wenn irgendwas ist. Ich möchte meine Erfahrenen dann nehmen für die anderen Bereiche. Da würde ich sagen... Aber das Wobbeln kriegen wir jetzt auch nicht weg hier großartig, ne? Ich werde, glaube ich, hier mal was dran basteln. Das sieht zwar jetzt scheiße aus, ist aber, glaube ich, Mittel zum Zweck. Aerodynamisch wird es wahrscheinlich eine reinste Katastrophe jetzt werden.
Aber ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen das Wobbeln wegkriegen. So. So im Prinzip so wie bei so einem alten Segelschiff. Gut. Ich würde sagen, dann haben wir das auch. Das Ding nennen wir... Die Mimbus-Station. So. Safe. Du kriegst auch das andere Logo von mir drauf. Blups. Ha, sieht doch schon besser aus. Und ich meine, wir hätten jetzt alles dran. Ich möchte daran auch nichts dran rumfummeln. Wir hatten Finn schon, waren wir schon sehr gut unterwegs. Und dementsprechend behalte ich das Ganze auch so bei. So. Die Sprengkapseln können wir es ein bisschen anders gestalten. Das kommt nach da unten. Genau. Den Rest können wir so lassen. Und feuerfrei. Die nächste Raumstation. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Und soweit wir die beiden jetzt gleich in Betrieb haben und auch erstmal den ersten Daten im Durchlauf haben, werden wir dann eben uns drum kümmern im Bereich Raumstation Duna. Dass wir um Duna drumherum dann auch unsere Raumstation kriegen. Und sobald wir die dann haben, starten wir doch alle erstmal mit dem Lander aus. Da kann man auch überlegen, ob wir das Ganze mit dem Pilotenlander machen. Oder ob wir das Ganze mit dem Auto... Okay, was... Ich frage jetzt nicht, was das jetzt soll. Ja, komm, das mit dem Wabbel hat nicht geklappt. Wir schicken es uns los. Aber wir hatten sie doch definitiv hier unten dran, die Streben. Warum baut sie uns jetzt so... Wir sind sie gar nicht mehr da. Oh mein Gott. Na, ihr beiden. Gerade beworben, gerade eingestellt und direkt... Winkt schon mal Körbeln. Ihr werdet, glaube ich, die nächsten 200 Jahre nicht mehr erstmal wiederkommen. Erst wenn man den Bereich Länder da kriegen, dann könnte man vielleicht überlegen, ob man euch dann direkt beim ersten Mal mit austauscht oder ob ich euch später dann mal austausche, damit ihr auch mehr Erfahrungspunkte dann setzen könnt. Das ist die große Frage dabei, ne? Wann tauschen wir unsere Körbens mal aus? Weil immer müssen sie ausgetauscht werden, weil nach und nach werden sie auf den Forschungsstationen ja die Wissenschaftskraft, sage ich jetzt mal, verlieren. Wenn sie noch natürlich ein bisschen runtergehen und wenn sie dann so weit unten sind. Hey, was macht... Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Wir haben doch gerade nichts an der Rakete geändert bis zum ersten Mal. Bis auf eben drei Anbauteile. So. Euch mache ich jetzt nochmal neu. In der Hoffnung, dass ihr euch dann... Dass das jetzt frisst. Setze ich euch auch jetzt hier oben an. So. So. Eigentlich, logisch betrachtet, müsste man hier so kreuzverbunden machen, ne? Dann dürft's richtig halten. Aber warum bist du jetzt hier oben weggeknickt? Man muss es nicht verstehen, ne? Jetzt auch nicht gehalten großartig, ne? Das sagen wir, kloppen jetzt hier ein paar Halter rein. Ja. Weil hier haben wir Halter, da haben wir jetzt Halter. Wir haben großartig nichts geändert davon. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wer weiß, woran es jetzt gelegen hat. Vielleicht gibt es jetzt unsere anderen Halter, sind jetzt mit dabei.
Müssen wir jetzt einfach mal schauen. So, ab wieder aufs Startpad.